Tja, Dad, da sind wir wieder. Und es geht genau da los, wo wir aufgehört haben. In den dämonischen Landen Atrixus. So, wir machen uns erstmal aus dem Staub. Komm, fang mich doch, hol mich doch. Und wir haben hier unbesiegbare Assassine, Schwertkämpfer. Hier geht's nach Helvedia. Der Weg wird allerdings blockiert. Und so ganz einfach ist es nicht, hier dran vorbeizukommen. Ich bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen. Warte mal, wenn wir den hier herlocken. Können wir das? Oder so? Perfekt. So. Das ist ja hier hinten. Was haben wir denn hier übersehen? Unbesiegbar sind die hier. Angeblich. Bleibt mal noch. Hier geht's zu den Katakomben, aber nee, hier ist ja auch eine Einheit. Das dürfen wir nicht vergessen. So, da kommen die Ritter, die sind tödlich. Wisst ihr was? Ich hätte echt gesagt, lass mal gut sein. Wir gehen eben mal zurück. Und zwar möchte ich gerne Folgendes machen. Nee. Das ist hier hin. Hier kriegen wir unsere Sportkobolde, von denen wir ja an sich nicht viel verloren haben. Aber Angriff, Verteidigung, Schaden 4 bis 7, 4 bis 5. Kann man davon halten, was man will. Wirklich begeistert davon bin ich eigentlich nicht. Ach so, bevor ich es vergesse, willkommen zurück. Natürlich. Hier hinten gab es ja dann, glaube ich, nichts mehr Interessantes, oder? Hier sind wir hier nur reingekommen, wenn ich mich nicht irre. Aber wir können ja mal nachgucken. Ansonsten hätte ich gesagt, zurück zum Unterschlupf. Und ich wäre fast sogar direkt... da ist es ja. Nee, Moment, stopp. Das ist falsch. Das ist falsch. Komm nach oben. Wir müssen nach vorne. Ich würde jetzt doch erstmal hergehen, bevor wir wechseln. Und ja, momentan ist es ja gerade frisch vom Dingsbums wechseln. Man muss aber auch erstmal wieder ein bisschen da reinkommen. So streng an den Quests wollte ich mich ja jetzt ja eigentlich nicht orientieren. Da kommt's ja. Das ist aber, glaube ich, nicht das für den Typen da hinten, ne? Oder? Etwa doch. Jetzt muss ich nochmal gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, ist es nicht. Wo war denn das dann nochmal? So, da ist das. Wo ist... Muss ich mal eben gucken, wo war denn die Apfel? Die war da hinten. Okay. Dann müssen wir eben nach da hinten. So, was haben wir denn? Haben wir was verloren? Ja, wir haben was verloren. Das werden wir hier nicht ersetzen können. Da Monsieur Monsignor ja gerade schon in unseren Gefilden ist. Sag mal, wer hat sich eigentlich bei Humble Bumble die geile Idee mit dem Star Wars Bundle da einfallen lassen? Beziehungsweise, wer hätte sich besorgt? Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe aus der Vergangenheit schon viele Star Wars Spiele. Da macht so ein Bundle eigentlich gar keinen Sinn. Da müsstest schon eher gucken, dass du an die einzelnen Spiele rankommst. Und was so geil ist eigentlich Monster Hunter 4 Ultimate? Ich sag mal, ich glaube, ich habe was kennengelernt, Monster Hunter 3. Habe ich, glaube ich, irgendwo unten für die Xbox rum... Moment. Habe ich irgendwo unten für die Xbox rumfahren? Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ehrlich gesagt. Ich finde es jetzt nicht so brachial. Aber da gibt es bestimmt auch Menschen anderer Natur, die sehen das ein bisschen anders da. So, wir sind in der Nacht. Wir haben 0:04 Uhr. Also nicht reale Zeit, sondern im Spiel einfach nur.
Man sieht ja auch, wie schnell die Minuten vergehen. Ist schon mal bald wieder 1 Uhr. So, wir reiten hier hoch, nehmen uns den Gleiter. Hier hinten war ja ansonsten nichts mehr Interessantes, ne? Die Festung des Lichts, aber die dürfte uns derweil noch nicht interessieren. Nein. So, jetzt aber schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich weiß gar nicht, von Monster Hunter 3 war ich eigentlich gar nicht so begeistert. So, spätestens jetzt werden mich gleich wieder ein paar Leute schlagen wollen. Ich weiß gar nicht. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so brachial. Aber was sagt ihr denn da dazu? Das ist Belial. Naja, wir könnten angreifen, ne? Und dann mal gucken, was passiert. So, eine Dämonin flüchtet. Yay, Wahnsinn. So, da hätten wir gleiche Armeen. Die Spottkobolde und die Kobolde. Ich glaube, die Spottkobolde sind diejenigen, welche, die ich gleich mal hierher teleportiere. Die tauschen wir. Dann teleportiere ich die dahin. Oder dahin. Machen wir dahin. Und dann geht's erstmal auf in den Kampf. Oder sollen wir doch laden? Ich könnte mir nämlich die Wut holen, die ich hier zum Kämpfen bräuchte. Okay. Okay, wir laden. Kleiner Fehler meinerseits. Wir hatten sonst, glaube ich, nichts gemacht. Ne, wenn ich mich recht erinnere. Da müssen wir erstmal ganz kurz runter nach... ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Glumbatsch heißt. So, tödlich. Ja, ist mir erstmal wurscht. Wir brauchen so Spottkobolde. Moment, dann nehmen wir einmal... Ah, warte mal, da kann ich ja auch gleich die Dämonen kaufen. So, dann hätten wir mal die. Und wir gehen nach irgendwas mit Dunagas oder was es war. Also zu Barsgant war es, richtig, genau. So. Dann holen wir uns dort nämlich erstmal die Wut, die wir hier brauchen oder die hier zum Vorteil wäre. Jetzt muss ich bloß nochmal die Stelle finden, wo der Kack war. Warte mal, Karte. Die war, glaube ich... Wo war denn die? Hier hinten? Es war so eine Sackgässchen. Nee, aber das hier war es nicht. Das war das Gässchen mit der Kohle, mit dem Gold, also mit der Kohle. Hier ist niemand, der ist weg, das ist klar. Der hier dürfte ja, glaube ich, auch. Ah, doch. Der ist da. Lustige Wut. Nein. Rächer, Schmerzspiel. Schmerzspiegel. Verursacht magischen Schaden am Ziel. Der Schaden entspricht dem Schaden, den das Ziel bis seinem letzten Angriff verursacht hat. Davon könnten wir mal eine kaufen. Magischer Fluss? Nö, nicht wirklich. So, der war irgendwo da hinten. Ne? Gasthaus zum Roten Fels. Das hatte, glaube ich, auch nichts mehr für uns parat. Nee. Nicht wirklich. Steinhaut und brennbares Öl können wir schon. Was war denn hier eigentlich mit der Burg? Hatten wir hier jetzt eigentlich angegriffen? Ja genau, das waren die Kämpfe, die wir, die zwei hintereinander, die ich nur dann führe, wenn ich auch wirklich dazu in der Lage bin. Bin ich aber aktuell nicht. So, das da hinten war auch eine Sackgasse, aber keine, die wir brauchen. Haben wir hier Tofu. Tofu hat aber auch nichts Brauchbares. Und das hier ist der Dünnel. Nee, dann hätte ich gesagt, der Tunnel unter der Burg durch. Die Werkstatt für Bogenschütze, Kanoniere. Nee, lassen wir. Ich meine, kann eigentlich das Ganze nur noch da hinten gewesen sein. Ja, wir werden es finden. So, da ist der Druide. Jetzt mal ohne Witz, Darren Bam.
War das dann da hinten oder was? War das hier so weit am Anfang? Puh. Tja, gute Frage. Ich habe so minimal... Nee, das kann nicht sein. Das war doch aber hier, oder? Da unten, das ist ja auch eine Sackgasse. Okay, gerade fühle ich mich leicht verarscht. Wo zum Geier? Da hinten ist der Druide, das ist klar. So, hier hinten war ja aber nichts mehr weiter. Hier komme ich ja nicht... ein Schätzlein. Biete mir 3600 Gold. Na, immerhin etwas. Man hätte ein bisschen mehr erwarten können, aber naja. So, nee, der... Oh, er antwortet sogar mal auf ganz menschliche Art und Weise. Ich freue mich, euch zu sehen. So, zurück zum Unterschlupf. Wir brauchen Verstärkung. Und dann hätte ich gesagt... Wir haben eigentlich mehrere Möglichkeiten, wo wir hingehen können. So, was habt ihr zu verkaufen? Danke, also wenn wir das hier in dem Tempo weiter verbrauchen, dann ist auch irgendwann nichts mehr da. So, Drache des Chaos. Muss ich mal gucken, was ich eigentlich noch an Magie habe. Momentan habe ich aber ohnehin keinen Platz frei. Oder kann ich was hier lassen? Ja, ich könnte was hier lassen, aber was lasse ich da? Die Drachen. Fürs Erste. Nur fürs Erste. So, dann Magie. Was haben wir denn als Wanderer-Zauberer? Zauber. Erfahrung, Kampf plus 50, Intellekt plus 10, Angriff plus 10. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Teleportation. Aufgestockt haben wir ja, glaube ich, ne? Moment, ich schaue nochmal nach. Die Bogenschützen. Jawohl. Dab, 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 dab. Alles voll. Gut. Dann teleportieren wir uns. So, und jetzt haben wir folgendes. Wir haben Galinerim oder Darumbam. Tristram. Darumbam. Galinerim. Ich weiß nicht. Ich müsste mal vorbeischauen und nach dem Rechten sehen. Wenn ich auch sagen muss, dass ich nicht hoffe, weit zu kommen. Nein, nicht wirklich, nein. Wenn ich mir schon die ersten Truppen da anschaue. Nein, es tut mir ja echt sorry, aber... Na gut, dann halt eben ab nach Tristram. In Tristram haben wir ja auch noch genug zu tun. Ist ja nicht so, dass wir dort ohne Arbeit wären. Was haben wir hier? Achso, ein Haus, oder ist wahrscheinlich keiner drin. Ja, hier ist niemand, alles klar. So, da drüben natürlich auch nicht. Da oben auch nicht. Hier wird übelst gegrillt. Riecht wenigstens immer lecker. Grumpfshaus, nein. Warte mal, wir schauen mal eben kurz hier vorbei. Aber die wollen ja, glaube ich, nicht. Hier ist niemand und der will im Normalfall nicht mit mir sprechen. Jupp. Der will mir auch nichts verkaufen. Also er will mit mir sprechen. Eigentlich nur ungern, aber... er verkauft mir nichts. So, speichern. Sehr stark. Dann testen wir mal das Ganze. Nehmen wir die Bogenschützen rein. Lassen die mal weg. Und dann schauen wir mal, was wir damit reißen können. Gleich stark. Boah, diese... Es sind halt einige Fernkämpfer drin, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. So, und da hinten kommt noch eine Waldläufer-Druide, Werwolf-Elf-Elf. Der Waldläufer ist das Einzigste, was mich hier in der Geschichte ein bisschen juckt. Die kann ich mir allerdings auch gleich mal... So... Schnappen, wollte ich sagen. So, die Druiden. Der Naturgewaltwiderstand, bla bla bla. Der hier kann folgendes, die Heilung, Training... Bär beschwören. Naja, beschwör du mal. So, ich würde sagen, hier vielleicht in die Mitte. Achso, nee, wir haben ja Dings, ne? Darf man nicht vergessen, wir haben ja